Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Ich befinde mich hier gerade auf dem Hügel, wo wir zuletzt waren, denn wir waren ja schon im Schloss Trudaine, um dort in die Bibliothek zu kommen. Wir müssen aber erstmal, glaube ich, durch das komplette Schloss oder so einen Seiteneingang nehmen oder so. So, ich habe mich jetzt mal in meinen alten Videos umgeschaut. Jetzt weiß ich, wo ich die Fiedrung gesehen habe. Das war in Pickham. Ich habe mal aufs Spiel mal geguckt, ob ich da reinkommen kann. Geht leider nicht. Dafür brauche ich tatsächlich einen Universalschlüssel, um das Gittertor aufzumachen. Ja, ansonsten können wir jetzt jede verschlossene Truhe öffnen, da wir den Zauberschlüssel gefunden haben. Hatten wir die jetzt hier unten auf? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich gehe mal ganz schnell gucken. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich die Truhe dort liegen gelassen habe. Ah, okay. Na, ich sollte mal die Aura einsetzen. Gem und Bow. Wo ist jetzt der Unterschied? Der eine trägt das Schwert links, der andere trägt das Schwert rechts. Ach gut. Naja. So. Trainiert habe ich jetzt nicht. Wir sollten erstmal fürs Erste ausreichend stark sein. Wenn nicht, dann habe ich wohl ein bisschen Pech. So, eben kurz die Aura mal eben einschalten. Das ist ja echt nervig. So. Jupp. Ich finde, die hält einfach nicht zu lang. Und dann bin ich gespannt, was wir alles mit dem magischen Schiff machen können. Kurz hier lang. Bin mir nicht sicher, hatten wir die Truhe jetzt aufgemacht, weil wir sie liegen gelassen hatten, weil die ja zu war. Na, die haben wir tatsächlich noch nicht geöffnet. Wundervoll. Dann öffnen wir sie jetzt. Müssen besser vorstehen. Abgeschlossen. Wir können sie jetzt nun aufschließen. Und finden einen Ausdauersamen. Okay. Ja gut, haben wir das. Dann teleportieren wir uns nach Trudaine. Und suchen den Seiteneingang der Bibliothek. Ich verstehe nicht, warum wir das nicht zerschneiden oder abfangen können. Das ist mir jetzt ein bisschen unschlüssig. Aber naja. Das Spiel sagt, wir brauchen einen anderen Eingang, um dorthin zu kommen. Da kann ich nichts gegen tun. Obwohl wir da runterspringen können und alles Mögliche. Aber naja. Und hier haben wir auch den Zauberschlüssel herbekommen. Jetzt erstmal überall mal nachschauen. Öffnen. Nachschauen. Kommen wir hier hinter? Nein. Da ist ein Regal, aber da komme ich nicht hin. Das ist jetzt der Haupteingang, ne? Ah, oder? Nee, wir sind irgendwo oben an der Terrasse. Was haben wir hier Schönes drin? Die Karte vom Schloss Trudaine. Mhm. Okay, dort bin ich. Und das war's auch schon. Na, öffne wieder die Tür.
So, haben wir jetzt eine andere Kartenansicht? Oder haben wir immer noch das Schlossbild? Ne, jetzt haben wir eine andere Ansicht. Warte. Symbole verbergen. So, nochmal. Also, ich kam von links. Jetzt gehen wir weiter nach rechts. Dort können wir wohl raus. Da ist eine Treppe und oben links sind auch Treppen. Okay. Schauen wir uns ein bisschen um. So. Hier ging es irgendwie raus. Wo kommen wir denn? Kommen wir dann komplett raus oder? Hier kommen wir zu einer Schatzkammer. Mal wieder. Und ich kann es nicht öffnen. Ach Mann, das ist unfair. Moment. Aha, hier haben wir auch noch eine Treppe. Die Pfeile zeigen definitiv den Durchgang. Das ist gut. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Naja, bringt mir eigentlich gar nichts. Dann gehen wir zurück, können die Treppe runtergehen, die dort ist. Hier ungefähr. Oh, starke Monster. Ein Heilschirm und Dornendrache. Der sieht cool aus irgendwie. Schönes Flammen. Und der ist definitiv stark. So, Heilschleime sind nichts, aber der Dornendrache, der ist mir ein Dorn im Auge. Mhm. Kann man so sagen. So. Chidori-Pfeil, sehr schön. Nochmal ein paar MP-Punkte geklaut. 3 Stück, immerhin. Besser als gar nichts. Ich muss gleich sie mal umstellen. Ja, yeah, Goldmünzen. Tut mir leid, Truth, aber ich mache hier gerne alles kaputt. Das scheint wohl das Wachzimmer zu sein, wo die Wachen schlafen und so weiter und so fort. Ich frage mich auch, warum hat unser Held überlebt? Beziehungsweise, was heißt überlebt, sondern den Fluch nicht abbekommen. Wer weiß, ob die tot sind. Das weiß ja keiner. So, Moment, zurück. Taktik. Jessica, keine Magie. Eigentlich hätte ich sie auf was anderes trimmen sollen, glaube ich. Weil sie jetzt ist eigentlich sehr, sehr nutzlos. Sehr schön. Vollheilung. Sag mal, willst du mich... Oh, ich soll jetzt nicht dein Ernst, oder? Setz das mir wie Vollheilung ein. Ja, genau. Das war das richtige Ziel. Okay. Selbst die Vollheilung hat ihn nichts gebracht. Haha. Sehr schön, Jessica. So. Ich bin gespannt, wann er mal richtig reinhauen kann. So wie Jengos gerade. Genau so. One shot down. Noch ein Heilschleim. Sehr schön. Erledigen wir das. Direkt. Tschüss. Gib mir Geld und mehr Erfahrungspunkte. Ah, schade. So, jetzt. Dafür, dass die reinhauen, besiegen wir die aber locker. Oh, eine Schatztruhe und wir bekommen einen Heilkraut. Okay. Den Wagen habe ich jetzt nicht, ne? Doch. Das ist kein Verlies, also kein Dungeon.
Das heißt, wir können weiterhin den Alchemiekessel benutzen. Sehr schön. So, wir nutzen jetzt erstmal starke Arznei. Und noch eine starke Arznei, denn dort kriegen wir dann die beste Arznei. Und das können wir auch mit dem Gegengift genauso machen. In der Tat, da könnte was dran sein. Sollte man eigentlich regelmäßig machen. Obwohl wir eigentlich Heilung haben. Aber ich mache das schon mal für das Rezept. Sehr aufwendig, finde ich. Erst zwei Heilkräuter rein. Also man braucht erst 4 Heilkräuter. Und dann 2 starke Arzneien. Ist nicht gerade wenig. Und das mit Gegengift genauso. Jetzt sind wir draußen. Na toll. Ich muss nicht raus. Ich muss zur Bibliothek. Komme ich hier? Oder wir sind jetzt wieder im EG, ne? Ja. Ah, okay. Ich dachte jetzt schon, das ist einfach nur so ein Kampfzimmer. Verschlossen. Ja, ist es verschlossen. Ich danke, danke, danke. Ich wollte nur den Text wegblenden. Das war es eigentlich auch schon. Warte mal, ich könnte doch mit... Ist doch eine Metallrüstung. Warum ersetze ich nicht? Oh. Angelo denkt jetzt mal mit. Was ist los? Abwehrkraft steigt. Aha. Jawohl. Zack, erstmal den Heimschirm erledigt. Sehr gut, Jengos. Das finde ich gut. Die KI denkt ein bisschen mit. So, Fähigkeiten. Metallhieb. Dann gehen wir auf B direkt. Weil sie kann A direkt besiegen, meinte ich. Wo wisch? Hör auf damit! Was auch mal du vorhast. Metallheilung auf dich, genau. Sehr schön. Toll, dass er sie nicht besiegt. Das ist natürlich ärgerlich. So, das war's für dich. Na komm, einfach weiterhin draufbleiben. Mit Metallhieb. Wir haben also über 80 Leben, wie es aussieht. Toll, das bringt ja gar nichts, der Metallhieb. Ich mache normal genauso viel Schaden wie mit Metallhieb. Zwei. Immerhin besser als gar nichts, ne? 410. Ja. So, jetzt erstmal zurück und dann gab es dann noch diese Wendetreppe. Wenn es hier nicht weitergeht, muss es dort irgendwie weitergehen. Nee, raus. Also erstmal durch die Tür. Und dann glaube ich geradeaus ist auch ein Raum. Ich guck mich um, ob hier irgendwas noch versteckt sein könnte. Irgendeine Truhe oder irgendwas im Schränken. Vielleicht ein Alchemie-Rezept. Nix. Ja, ich weiß, da ist nix. Ich wollte eigentlich nur zum Krug und den einfach mal kaputt machen. Und hier ist nichts. Reine Zeitverschwendung. Ach du Jimmy, Jagdroboter, ernsthaft? Nicht solche Viecher, die sind nicht gerade super. Ja. Mistviecher. Mittelheilung, Apheistika, okay.
Analysiert die Lage. Mhm, gut. Oh. Egal, haben wir schon mal die Heilschleime weg. Heil. Schon komisch. Jetzt setzt sie ihren Zauberstab öfters ein als sonst. Sehr, sehr merkwürdig. So. Hm, okay, bringt nichts. Wie sieht's aus, wenn ich Flammenhieb einsetze? Mal schauen. Oh ja, 9 Schaden. Ja, wie gesagt, ohne ihre Zauber ist sie aufgeschmissen gerade. Irgendwie sind die Attacken hier richtig scheiße. Der ist ohne seine Fähigkeiten irgendwie stärker. Mittelheilung. Auf jeden Fall super. Ah, toll. Ja, ein bisschen weniger Schaden, aber naja. Schatztruhe befindet sich ein Heilkraut. So. Hier lang. Hier ist auch noch was. Aber wie es aussieht, kam ich von hier, ich Idiot. Hier ist eine Treppe. Ja. Hier ist eine Treppe. Da ist eine Treppe. Gucken wir erst mal kurz in diesen Raum rein. Können wir das kaputt machen? Natürlich. Nicht. Was ist hier drin? Jawohl. Was haben wir denn? Irgendwas Interessantes? Ein Tagebuch. Der junge Doron ist bereits in die Palastwache aufgestiegen. Recht beeindruckt für einen Burschen, der als gewöhnlicher Diener hier angefangen hat. Ich hätte nie geglaubt, dass ein völlig Fremder in die Palastwache berufen werden könnte. Auch Prinzessin Medea scheint die Jungen schon zur Kenntnis genommen zu haben. Scheint wie gemacht für diese Position. Da führt jemand Tagebuch über mich? Abo, was ist das? Feiner. Nix. Sonst ist hier nix. Nö. Außer Kreaturen wieder mal. Wir greifen einfach an. Ja, sehr schön. Heil dich, heil dich, heil dich. Schieß Bogen. So, du bist down. Der nächste bitte. Ich greife ihn wieder an, okay. Oh, 24, ey, das ist krass. Heilung oder greift er an? Er greift an. War vielleicht eine schlechte Idee. Ja, es geht. So, wir greifen direkt den mal an. Greift schon wieder den an und dabei besiegt sie ihn. Ich glaube, schlimmer Fall bringt bei dem nichts. Oh. Sie soll nicht drauf gehen. Das ist nicht gut. Das kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Geradeaus da.